Hallo und herzlich willkommen, Mitreisende durch das Universum, zu einem neuen Podcast. Und ja, die Wahl des Themas, die fiel mir dieses Mal besonders schwer, weil es gab echt unzählige Möglichkeiten. Und ja, lange Rede, überhaupt keinen Sinn, wie man das von mir gewohnt ist. Ihr seht es ja schon am Titel, denn wir reden heute über den Pazifismus. Warum reden wir darüber? Ja, weil ich ein Pazifist bin. Aber was ist Pazifismus eigentlich? Und ja, dazu holen wir uns einfach mal gerade den Wikipedia-Eintrag zu Hilfe. Denn dort steht, unter Pazifismus versteht man im weitesten Sinne eine ethische Grundhaltung, die den Krieg prinzipiell ablehnt und danach strebt, bewaffnete Konflikte zu vermeiden, zu verhindern und die Bedingungen für dauerhaften Frieden zu schaffen. Eine strenge Position lehnt jede Form der Gewaltanwendung kategorisch ab und tritt für Gewaltlosigkeit ein. Und da kann ich schon mal an diesem Punkt sagen, ja, für die strengere Position stehe ich tatsächlich auch. Allerdings werden da wahrscheinlich einige schon so ein bisschen den Finger heben. Und warum sie diesen Finger heben, wissen sie ganz genau. Denn da muss man schon mal ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja gewisse Gewaltdarstellungen schon, auch alleine auf meinem Kanal. Und von daher, ja, da müssen wir ein bisschen drüber reden, das merkt ihr schon. Aber ja, wir haben jetzt erstmal grob geklärt, was ist Pazifismus eigentlich? Weil das ist schon mal eine wichtige Grundlage, denn naja, ansonsten weiß man ja nur grob, worum es geht. Natürlich ist das immer noch eher eine relativ lose Betrachtungsweise, weil ja Pazifismus jeder so ein bisschen anders auslegt. Also ich bin mir sicher, dass viele auch Gewaltlosigkeit mit Pazifismus in Verbindung bringen, obwohl das ja laut dem Wikipedia-Eintrag eher so eine strengere Position des Pazifismus ist. Also ja, es geht eher darum, den Krieg abzulehnen, aber ich denke mal, dass finden eigentlich sicherlich die meisten gut, den Krieg abzulehnen, weil, naja, sagen wir mal so, mal abgesehen von den ganzen Konzernen und, naja, und den Rohstoffen her, die damit einfließen können, ja, mal abgesehen von denen wird es wahrscheinlich kaum Leute geben, die den Krieg wirklich gut finden werden. Von daher wäre so gesehen jeder ein Pazifist. Nein, natürlich nicht. Deswegen nur eine grobe Darstellung an dieser Stelle. Von daher, nicht jeder, der gegen Krieg ist, würde sich selbst als Pazifist sehen. Also als jemand, der prinzipiell Gewalt und solche Dinge halt ablehnt. Aber naja, wie kam ich dazu? Wurde ich in irgendeiner Weise bekehrt? Kam irgendjemand zu mir und hat zu mir gemeint, soll ich mit dir über den Pazifismus reden? Nein, das ist so definitiv nicht passiert. Ja, man könnte vielleicht sagen, wenn man möchte, ja, Man wird eher so mit so einer Tendenz geboren, obwohl ich jetzt persönlich da jetzt eher ja eine Stimme dagegen wäre. Es gibt ja Leute, die sagen, es ist so genetisch irgendwie bei uns so drinnen, ja, ob wir eher so ja zu Gewalt neigen oder eher einer friedlichen Lösung offen gegenübergestellt sind, sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht, also ich persönlich halte nicht viel davon von, ich weiß nicht, ob man das Theorie nennen sollte. Ich nenne es jetzt einfach mal Theorie, weil ich bin mir schon relativ sicher, man kann selbst entscheiden, wer man ist und wie man die Dinge wahrnehmen und handhaben möchte. Ja, ich meine, klar, die Summe an Erfahrung, ja, die machen dich zu einer gewissen Person und von daher, ja. Auf der einen Seite, ich bin schon ein Mensch, der schon immer eher, sagen wir mal, die Harmonie angestrebt hat. Aber ich würde auch sagen, dass die Summe an Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, dazu geführt haben, dass ich eher ja, in dieser pazifistischen Richtung mich selbst ansiedle. Und ja, ich lehne auch jede Form der Gewalt ab. Und Gewalt, das ist ein gutes Thema, an sich natürlich kein gutes Thema, aber es ist eine gute Einleitung für das, was kommt, denn
Ja, Formen der Gewalt. Viele sehen Gewalt nämlich meistens eher als etwas rein Körperliches. Dabei müsste man ja eigentlich auch sagen, besonders in der heutigen Zeit, wo Mobbing immer größer und ja geradezu omnipotent wird, ja, so allgegenwärtig halt eben, muss man sagen, ja, rein körperliche Gewalt, damit ist es nicht getan. Es gibt auch Formen der psychischen Gewalt, das muss man halt auch einfach so sagen. Wenn jemand gemobbt wird, dann ist das eine Gewalttat, ja. Natürlich nur im übertragenen Sinne, also nicht wirklich im physischen Sinne. Obwohl natürlich, wenn man Probleme mit der Psyche hat, das wirkt sich auch auf deinen Körper aus und so gesehen könnte man sogar auf lange Sicht sagen, es macht was Körperliches. Also wäre es vielleicht auch, ja, wenn auch im weitesten Sinne, eine wirkliche Gewalttat gegen den Körper. Aber ja, Gewalt. Gewalt ist eine große Sache. Und ja, ich sehe das persönlich zumindest so, dass physische und psychische Gewalt auf jeden Fall, ja, zusammengehören und auch als Form der Gewalt betitelt werden sollten. Weil man muss auch sagen, psychische Gewalt ist oftmals sogar schlimmer, ja, oder so vielleicht sogar meistens schlimmer als physische Gewalt. Weil das, was mit deinem Kopf dadurch passieren kann, das kann dich wirklich dein gesamtes Leben ja, verfolgen. Natürlich, das gilt natürlich auch für psychische Schäden, die man davon getragen hat, beispielsweise, naja, in ganz, ganz schlimmen Fällen halt irgendwie Verlust von Körperteilen oder sowas. Klar, darüber brauchen wir nicht reden, aber ja, man muss sagen, in der heutigen Gesellschaft wird oftmals so ein bisschen verharmlost, dass psychische Gewalt auch eine Gewalt ist, ja, weil man kriegt einen Schaden, ja, und das ist ja schlussendlich die Auswirkung oftmals von Gewalt. Man verursacht bei einer anderen Person, ja, einen Schaden und von daher, egal ob physisch oder psychisch, das ist für mich alles Gewalt, ja. Trotzdem muss man da differenzieren, weil jene, die ganz am Anfang einen Finger gehoben haben, ja, mit Hinweis darauf, ja, du hast beispielsweise in deinen Alien Isolation Livestream hast du das Alien mit den Flammenwerfer beschossen oder du hast die behinderten Hiwis kaputt gemacht, ja, oder vielleicht auch, du hast ja früher Call of Duty gespielt und Evolve Stage 2, das sind alles so gewalttätige Spiele. Und da an dieser Stelle muss ich sagen, halt stopp. Ja, das hat nichts mehr mit psychischer und auch nichts mit physischer Gewalt zu tun. Ja, mit keiner Form der Gewalt, die irgendwie ein anderer Person Schaden zufügt. Klar, natürlich kann es sein, wenn man gegen jemanden spielt, dass es denjenigen aufregt, besiegt worden zu sein. Ja, das heißt, man kann vielleicht so im ganz, ganz groben Sinne sagen, man fügt dieser Person einen Schaden zu, aber Leute, die sich dadurch in Anführungszeichen Schaden zufügen lassen, die haben meistens bereits einen Schaden, weil es ist ein Spiel. Und unsere Gesellschaft hat auch irgendwie so ein bisschen das Problem, an dieser Stelle zu differenzieren. Auch muss ich immer mit dem Kopf schütteln, ja. Da gab es ja diese Amokläufer und da kam da so groß raus, die haben diese bösen, bösen Killerspiele gespielt. Ja, natürlich, das ist der Grund, warum eine Person ausrastet und mit einer Waffe umherläuft und Leute erschießt. Nein, 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 natürlich ist das nicht der Grund, ja. Es ist auch nicht der Grund für irgendeine Psychose oder Problem von den Leuten, dass sie das Spiel da spielen, ja. Es mag sein, dass das nicht begünstigt. So weit würde ich auf jeden Fall gehen. Es begünstigt das nicht, weil besonders wenn man nicht verlieren kann, nicht einstecken kann oder vielleicht zu viel eingesteckt hat in sein Leben, ist eine Niederlage schon sehr, sehr frustrierend, egal wo sie stattfindet, muss man einfach so sagen. Ja.
Aber trotzdem muss man hier differenzieren. Und das tue ich selbst auch. Ja? Es gab eine Zeit, wo ich das alles nicht gespielt habe, mit der Begründung, ja, du magst Gewalt ja nicht. Warum willst du sowas spielen? Ja, ich habe auch deswegen damals sogar aufgehört, Siedler 3 zu spielen, ja, mit diesen knuddeligen Figürchen, ja, weil, ja, da, das, da Gewalt und I und nee, weil ich selbst nicht differenziert habe, ja. Man muss auch sagen, ich war damals jünger gewesen und, ja, man trennt das nicht so einfach. Das liegt aber auch daran, weil die Gesellschaft das nicht trennt, ja. Wenn du zu viel im Internet unterwegs bist und zu viel spielst, dann bist du in dieser Welt drin, ja? Natürlich, darüber brauchen wir nicht reden. Internetsucht, Spielesucht, das sind schwerwiegende Dinge. Aber kommen wir dann irgendwie darauf, ja, es geht irgendwie um Gewalt und so, dann differenzieren wir plötzlich nicht mehr, ja? Das ist immer so das Kuriose. Auf der einen Seite, ja, Spielesucht ist was Schlechtes. Und dann auf der einen Seite, ja, jemand spielt Gewaltspiele, der muss auch echt gewalttätig sein. Wir wissen natürlich, dass dem nicht so ist, weil, nur weil du jetzt beispielsweise, das ist natürlich ein übertriebenes Beispiel, bei Age of Empires irgendwie mit deinen Reitern in ein feindliches Dorf einfällst und da alle massakrierst, heißt das nicht, dass du das in echt tun würdest. Und ja, da war eben ein kurzer Schnitt, weil ich angerufen wurde. Nur falls die Leute sich jetzt irgendwie wegen Tonlage und so weiter gewundert haben. Aber ja, der Punkt ist natürlich, ja, nur weil du jetzt beispielsweise Call of Duty oder Battlefield spielst, ja, oder auch Age of Empires, heißt das nicht, dass du eine gewalttätige Person sein musst. Also, weiß Gott nicht, wie man überhaupt darauf kommt, das ist mir ein Rätsel. Das können nur desillusionierte Leute sein, die eben nicht differenzieren können. Während ich als Ausrede hatte, dass ich noch jung und unerfahren war, was ist die Ausrede der Gesellschaft? Warum, ja, hat man auf der einen Seite diese Sache, ja, Internet und Spielsucht ist eine schlimme Sache, ja, schön versprochen an dieser Stelle, ja, da merkt man aber auch, das wird nur ganz, ganz grob geschnitten, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schlimme Sache mit der Spielesucht und ja, der Internetsucht. Aber auf der anderen Seite kann man das dann doch irgendwie nicht trennen. Ja? Selbst wenn du nur eine halbe Stunde am Tag so ein Killerspiel spielst, ja, dann bist du schon gesellschaftlich dann irgendwie gesehen, ja, potenziell eher ein Gewalttäter als jemand, der das nicht spielt. Muss man das irgendwie so verstehen? Meiner Meinung nach, wie gesagt, ist das natürlich Blödsinn. Und ja, in meinem Beispiel ist das ja sogar so, ja, ich habe all das gespielt und ich bin ein Pazifist, ja. Ich kann das auch als Pazifist trennen. Ja, es ist virtuelle Gewalt. Ja, es ist Gewalt. Da muss man sich auch bewusst sein, dass das eine Gewaltdarstellung ist. Ja, diese Gewaltdarstellung hat man aber halt auch in Büchern, ja, oder auch in Filmen, ja, und wie oft hat man gehört, dass ein Buch irgendwie groß in der Kritik stand, wegen Gewaltdarstellung, ja, Darstellung, ja, die Fantasie selbst, ja, das geht ja dann überhaupt nicht in dem Kontext, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ne, da sind wir uns alle einig, ne. Etwas, was du dir vorstellen kannst, ist definitiv nicht so schlimm wie etwas, was wirklich dargestellt wird in ein Spiel. Ja, wenn man sich das von der Logik der Killerspiele her dann so herleitet, müsste ich ja besonders krank sein oder besonders gewalttätig, weil ich nicht nur diese Killerspiele gespielt habe, nein, ich habe ja auch noch Bücher geschrieben, ja, die relativ gewalttätig sind, wo viel Gewalt passiert. Ich muss ja ein gewalttätiges Monster sein. Nein, ich bin wahrscheinlich von den Leuten, die mich kenne, der friedliebendste Mensch, der, ja, die Gewalt vollkommen ablehnt, ja. Ich würde im echten Leben, ja, mal abgesehen von virtueller Ballerei, sagen wir mal einfach mal an der Stelle, ich würde keiner Person, ja, körperlich oder seelischen Schaden zufügen. Klar, das kann auch mal unabsichtlich passieren, ja. Da stecken wir alle nicht drin, das kann
mal passieren. Ja, beispielsweise falsches Wort oder jemanden vielleicht aus Versehen in der Stadt angerempelt. Das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Das möchte ich an dieser Stelle halt auch einfach hervorheben. Das ist ein unbeabsichtigtes Verletzen. Das hat nichts damit zu tun, dass du dann auf dieser Ebene kein Pazifist mehr sein kannst. Ja, darüber brauchen wir nicht sprechen. Es ist aber auch irgendwie so ein bisschen so das Problem von der Gesellschaft, was das betrifft. Ja, und ich muss zugeben, das ist dann halt auch so ein bisschen schwierig gesellschaftlich wirklich gesehen. Ja. Weil nicht nur, dass wir oftmals hier in dieser Gesellschaft nicht differenzieren können, nein, es geht sogar noch eine Ecke weiter als das, weil man muss sich irgendwie dann fragen, muss ich mich als Pazifist schämen, also dass ich ein Pazifist bin? Für die Leute, die jetzt den Kontext da nicht verstehen, das liegt einfach so ein bisschen daran, wie man jetzt auch Pazifismus auslegt, ja? Wenn man sagt, für mich ist Pazifismus nur, ich bin gegen Krieg, ja, oder für mich ist Pazifismus nur, ja, ich füge keinen physische Gewalt zu, oder Pazifismus, ich füge niemanden irgendeinen Gewalt zu, oder vielleicht sogar, wie ich das sehe, ich möchte den Leuten gar keine Form des Schadens zufügen. Und das funktioniert, ja, bedauerlicherweise in unserer Gesellschaft nicht so gut, ja, weil man muss sagen, wir leben in einer Ellbogengesellschaft. Für die Leute, die diesen Begriff noch nie gehört haben, das ist einfach nur eine nette Umschreibung davon, was du zu tun hast, um oftmals im Leben erfolgreich zu sein. Und der Begriff kommt daher, ja, so gesehen, den Ellbogen ausstrecken, um sich durchzusetzen. Natürlich, das muss man hervorheben, ist es wichtig zu lernen, sich durchsetzen zu können. Ja, verkrüppelter Satz an dieser Stelle. Es ist wichtig, sich durchzusetzen. Darüber brauchen wir nicht reden. Ja, auch Kinder müssen das lernen. Ja, wenn sie etwas möchten, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise durchsetzen zu lernen. Ja, irgendwie kriege ich das satzbautechnisch von der Syntax gerade nicht her. Wahrscheinlich wegen so ein bisschen den Abbruch und so, ja, ein bisschen durcheinander gekommen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Es ist wichtig zu lernen, dass man sich durchsetzt. Ja. Verstehe ich auch. Ja. Habe ich auch irgendwo lernen müssen. Ja. Man muss sich durchsetzen können. Allerdings sollte das nur auf einer Ebene sein, wo man versucht, ja, von sich und Leuten, die man halt vielleicht auch irgendwie beschützen möchte, weil man sie mag, ja, von denen Schaden ja abzuwenden. Sozusagen, ja, also ich würde mich auch verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Also ich würde nicht aktiv angreifen, so ist das nicht, aber ich würde mich verteidigen. Also ich würde jetzt nicht teilnahmslos stehen bleiben und zusehen, wie jemand mich oder Freunde von mir angreift. Also ich würde schon dazwischen gehen und zumindest versuchen, ja, wenn es sich verbal nicht mehr lösen lässt, irgendwie, ja, die Angriffe, zumindest wenn es möglich ist, abzuwehren, ja, das würde ich tun, ja. Aber ich würde jetzt nicht aktiv angreifen, also jetzt irgendwie eine Person wirklich bewusst verletzen zu wollen, nur um sie daran zu hindern, anzugreifen. Ja, ich würde natürlich versuchen, die Person, wenn es wirklich, wirklich, man muss sagen, wenn es wirklich verbal nicht mehr zu lösen ist, ja, und da sind die Übergänge sowieso immer relativ schwammig, dann würde ich auch versuchen, natürlich eine Person aufzuhalten, aber nicht mit irgendwie aktiver Gewalteinwendung oder so, keine Ahnung, so ein Schlag ins Gesicht oder sowas, um möglichst den anderen kampfunfähig zu machen. Ja, keine Ahnung, sowas wie festhalten oder so. Klar, das kann für einen selbst auch gefährlich sein, keine Frage. Ich bin glücklicherweise auch noch nie in so eine Situation gekommen und ich hoffe auch niemals in so eine Situation zu kommen, weil ich möchte halt niemanden verletzen. Ich möchte nicht mal jemanden verletzen, der mich verletzen möchte. Ja, so weit. Deswegen sehe ich mich selbst auch als Pazifisten an, weil ich das nicht möchte. Ich möchte generell niemanden verletzen.
Und das funktioniert halt eben bei der Ellbogengesellschaft nicht, weil es geht nicht wirklich darum, ja, für seine eigenen Interessen nur einzutreten, ja, sondern nur für seine eigenen Interessen einzutreten. Ich weiß, das klang jetzt ähnlich, ja, aber die Leute, also ihr werdet sicherlich rausgehört haben, wo der Unterschied liegt, ja. Nur für sich selbst sich einzusetzen und nur für sich selbst sich einzusetzen, ja. Es ist ein Unterschied, ja. Es geht nicht einfach bloß darum, seine eigenen Interessen, ja, oder die Interessen von seinen Freunden zu bewahren, sondern eben nur die und gar nicht erst an andere zu denken. Beispielsweise, was macht mein Handeln mit anderen Leuten? Beispielsweise, wenn ich mich jetzt unbedingt für die eine Stelle da einsetzen möchte, ja, und dann bewusst andere Leute schlecht mache, so dass die in ein Licht stehen, dass ich definitiv die Beförderung bekomme und nicht die. Beispielsweise, das würde ich nicht tun, weil das ist auch aktiv anderen Leuten Schaden zufügen. Ja, natürlich, es geht darum, seine eigene Zukunft zu verbessern und so weiter, den eigenen Lebensstandard, aber du machst dafür aktiv das Leben von anderen schlechter und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht in Ordnung. Das geht meiner Meinung nach nicht. Und ja, so gesehen, ja, muss ich leider auf den Punkt bringen, im Angesicht dieser Gesellschaft muss ich mich dafür schämen, ein Pazifist zu sein, weil ich passe halt einfach nicht in diese Ellbogengesellschaft-Attitüde rein. Ja, weil nur so kann wirklich eigentlich aus dir etwas, sagen wir mal, Großes, Erfolgreiches oftmals werden, indem du auf andere Leute trittst, andere Leute wegschubst, aktiv Schaden zufügst, ja. Und das mag ich nicht. Das will ich nicht. Also, ich meine, wie könnte ich persönlich als Mensch weiter existieren mit dem Wissen, ja, ich habe nur das, was ich heute habe, ja, weil ich andere Leute wie Dreck behandelt habe, weil ich anderen Leuten bewusst Schaden zugefügt habe. Nicht irgendwie unbewusst, ja, aus Versehen, so wirklich, sondern wirklich bewusst Schaden zugefügt habe. Und das ist echt schrecklich, dass es so viele, ja, wirklich extrem viele Leute das so handhaben, ja. Nicht einfach nur, weil sie kein pazifistisches Empfinden haben. So weit muss das ja gar nicht gehen. Also man muss ja nicht unbedingt ein Pazifist sein, um zu erkennen, dass das falsch ist. Ja, die haben halt einfach diese moralische Attitüde der Ellbogengesellschaft in sich drin. Ja, und ich lehne diese Ellbogengesellschaft in dem Kontext halt vollkommen ab. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich Pazifist bin. Ja, aber es hat halt leider etwas damit zu tun, dass ich mich irgendwie dafür schämen müsste, dass ich so bin, wie ich bin. Weil mit, ja, meiner Attitüde, ja, weiß ich nicht, kann ich halt nicht wirklich in irgendeiner Form wirklich erfolgreich sein, weil ich habe diesen Willen, nicht andere Leute, ja, vor den Kopf zu stoßen, wegzustoßen oder ihnen Schaden zuzufügen, nur um selbst weiterzukommen. Aber oftmals muss man das halt, ja. Und das ist halt etwas, was ich persönlich ablehne, ja. Und ja, so ist das mit dem Pazifismus in unserer Gesellschaft. Pazifismus ist von daher auch eine, ja, große Auslegungssache, weil je nachdem, wie man das wahrnimmt, kann man Pazifismus härter oder weniger härter auslegen. Also ich würde auch schon mal sagen, dass es bei mir nicht die härteste Form des Pazifismus ist, weil ich ja trotzdem mich noch verteidigen würde, ja, oder ich kann es differenzieren, irgendwelche Spiele zu spielen, wo es darum geht, eine andere Partei auszulöschen, weil ich das halt nicht mit realer Gewalt in Verbindung bringe. Ja, egal ob körperlich oder psychische Gewalt, ja. Das ist halt etwas, was ich trenne. Es gibt aber auch jede Menge Pazifisten, ja, davon habe ich auch einige kennengelernt, die auch diese Spiele nicht spielen, weil halt diese Gewalt enthalten ist, ja. Oder
die auch stehen bleiben würden, wenn sie angegriffen werden. Also die würden nicht versuchen, sich irgendwie zu verteidigen, ja, sondern wie es schon in der Bibel irgendwie steht, sie würden die andere Wange auch noch hinhalten. Was meiner Meinung nach, egal welche Einstellung man auch haben mag, einfach nur ziemlich dämlich ist, weil da ist jemand, der möchte dir Schaden zufügen. Es ist auch schön, ja, es ist wirklich, wirklich schön. Und das sage ich selbst auch, wenn es ein bisschen komisch klingt, wenn du niemand anderen Schaden zufügen willst, ja. Allerdings muss einer halt auch bewusst sein, es gibt da draußen Leute, die dir Schaden zufügen wollen. Und du musst dich halt eben auch manchmal verteidigen. Und es kann auch manchmal sein, dass du unbewusst Leuten Schaden zufügst. Das kann passieren. Es gibt auch bestimmt Leute mit einer pazifistischen Ader, die das komplett fertig macht, wenn das passiert, dass sie, obwohl sie das nicht wollen, anderen Leuten Schaden zufügen. Ja, aber das passiert. Das ist auch irgendwie so ein bisschen das Kernthema von meinem Buch. Ja, du kannst irgendwie die besten Intentionen haben und trotzdem Leuten Schaden zufügen. Das kann passieren. Das hat mit deiner Intention nichts zu tun. Ja, es gehört einfach zum Leben dazu. Du hast von mir aus die besten Intentionen auf diesem Planeten. Ja, aber du kannst erstmal nicht direkt kontrollieren, was damit überhaupt passieren wird. Und du kannst auch nicht kontrollieren, wie andere Leute damit umgehen. Ja. Wenn Leute beispielsweise dich nicht leiden können und du zufälligerweise irgendwo hingehst, ja, und die Leute machen da irgendwie Terror und Leute, die dort anwesend sind und gar nichts damit zu tun haben, die werden verletzt, ist das dann deine Schuld? Nur weil du dann da warst? Meiner Meinung nach ist das halt klar immer ein bisschen schwierig, aber ja, ich meine, solange du gute Intentionen hast, ja, egal ob Pazifist oder nicht, musst du dich nicht dafür schuldig fühlen, wenn das irgendwann mal vielleicht doch schlecht ausgeht. Weil manchmal hat man das halt eben nicht unter Kontrolle. Von daher, ja, man kann sich für die Leute, denen Schaden zugefügt wurde, schlecht fühlen. Das tue ich auch, ja. Also klar, wenn jemand Schaden zugefügt wurde, fühle ich mich für diese Person schlecht, ja. Ich bin halt ein relativ empathischer Mensch, von daher. Da kann ich nicht einfach so auf die Schulter irgendwie klopfen und das einfach so sprichwörtlich so wegschieben. Das funktioniert bei mir auch nicht. Aber allerdings muss man auf der anderen Seite halt auch dahingehend differenzieren. Es liegt nicht immer so in unserer Macht. Und ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich weiß, ich bin nicht ganz so explizit auf das Thema Pazifismus eingegangen, wie ich das glaube ich anfangs geplant habe. Bin ein bisschen sehr auf die gesellschaftliche Wahrnehmung dazu eingegangen. Ja, es ist nicht immer so extrem. Also es gibt bestimmt viele Leute, die gar nicht so zugeben würden, dass sie in der Ellbogengesellschaft leben. Aber viele handeln danach halt schon unbewusst. Also ja, es ist vollkommen normal, andere Leute vor den Kopf zu stoßen, um weiter voranschreiten zu können. Und das gehört halt einfach für die dazu. Ja. Es macht's halt nicht wirklich besser, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Nur weil die Gesellschaft einem etwas so beibringt, heißt das nicht, dass es das gut macht. Ja. Und das ist oftmals so ein bisschen der Fehler. Ja. Die Leute stellen sich dahin und sagen, ja, das machen aber alle anderen ja auch so. Und das ist ja prinzipiell auch irgendwie so diese Grundattitüde, warum sich nichts verändert, ja, warum viele Dinge, die offensichtlich nicht funktionieren, sich nicht verändern. Ja, weil jeder sich sagt, die anderen tun es doch auch. Ja, und man macht das unbewusst aber auch selbst, ja. Beispielsweise, wenn man in ein Geschäft geht und lieber, keine Ahnung, eine exotische Frucht kauft als irgendetwas Heimisches. Die anderen machen das doch auch. Es ändert ja nichts, wenn ich es nicht tue, ja, und das benutzt man halt auch selbst gerne mal als Ausrede. Und ja, wenn man es wirklich nur selbst ist, ja, der es nur nicht tut, dann passiert nicht viel, das stimmt schon. Aber wenn jeder so denkt wie man selbst, dann, naja,
hat man eigentlich ganz, ganz viele Leute, die gerne was ändern wollen, ja, aber es nicht tun, weil sie sagen, die anderen tun das ja auch nicht. Und so ist das ein bisschen mit der lieben Ellbogengesellschaft, ja, die meiner Meinung nach, ja, und deswegen habe ich es auch erwähnt, ganz, ganz stark im Kontrast zum Pazifismus steht, weil meine Vorstellung des Pazifismus, die ist natürlich nicht hundertprozentig die Definition. Ich möchte niemandem Schaden zufügen, egal in welcher Form. Das ist halt einfach so meine Art. Natürlich ist mir bewusst, das ist naiv, das ist dumm und das passt nicht in unsere Gesellschaft, aber ich bin trotzdem so. Und ich muss sagen, ich schäme mich nicht dafür, dass ich ein Pazifist bin. Ich stehe dazu. Ich stehe dazu, andere Leute nicht verletzen zu wollen, selbst wenn das für mich bedeutet, dass es ja ein Nachteil ist. Aber naja, was bringen mir alle Vorteile der Welt, wenn ich anderen Leuten Schaden zufüge? Mir persönlich nichts. Anderen Leute, die eben jene Moral nicht besitzen, denen ist das dann wohl ganz einfach egal. Aber gut, wie sieht es vielleicht bei euch aus? Seid ihr eher pazifistischer Natur? Beziehungsweise sucht ihr eher nach der Harmonie, wollt mit niemandem Streit haben, guckt auch irgendwie vielleicht ja, allgemein in eurer Umgebung diese Harmonie zu schaffen. Wie steht ihr so dazu? Was haltet ihr beispielsweise von Pazifismus? Findet ihr vielleicht meine komplette Denkweise dazu vielleicht irgendwie albern? Ja, vielleicht auch sogar einfach nicht zeitgemäß, weil sie eben nicht in die Gesellschaft passt. Ja, äußert euch einfach mal dazu. Das ist jetzt eine relativ gewichtige philosophische Frage, aber vielleicht könnt ihr diese ja beantworten. Ich würde auch mal sagen, an dieser Stelle, auch weil ich das von der Stimme her gerade merke, ja, wird es Zeit für mich einfach mal noch eine Pause einzulegen. Ich hoffe, den einen oder anderen kleinen Cut und Versprecher, der stört euch nicht, aber wenn ihr dieses Format aktiv verfolgt, nehme ich an, ja, ihr habt kein Problem damit, dass ich versuche einfach nur frei zu sprechen und ja, die meisten kleinen Fehler einfach drin lasse. Okidoki. Ich würde sagen, ich belasse es bei ja, hierbei einfach mal und überlasse euch dieser Frage. Ich hoffe, das Thema hat euch zumindest ein bisschen interessiert und ja, vielleicht hat euch das Video auch gefallen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, grüßt mir die Sonne und macht's gut.